Ich glaube, das Erfolgsrezept bei uns ist, dass wir einfach super gemischtes Publikum haben. Wir haben von jung über alt, wir haben Männer, Frauen ausgeglichen und das trägt auch dazu bei, dass wenig Stress ist. Kreis und quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Wir haben jetzt schon über 100 Folgen kreis und quer produziert und mit der heutigen Folge, der inzwischen 104., da gehen wir mal neue Wege. Ja, und diese Folge, die ist auch eine, die mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil Leslie hat es gesagt, zum einen sowas haben wir noch nie gemacht und zum anderen wird in diesem Podcast gefeiert und getrunken. Gut, dann schon mal eine kleine Warnung vorab für euch. Hagen, du warst nämlich auf dem Bruxer Heiratsmarkt, eines der größten Volksfeste hier in Norddeutschland und du warst zum ersten Mal dort. Ja, ich war zum ersten Mal dort. Ich bin ja neu in der Gegend und mir wurde gesagt, da musst du einfach mal hingehen. Und ich habe mich jetzt im letzten Jahr noch davor drücken können, aber dieses Mal hatte ich Zeit und ich wurde eingeladen und ich bin mit ein paar Kumpels hingegangen. Und nicht nur das, du hast auch dein Aufnahmegerät mitgenommen und Stimmen und Stimmungen gesammelt und auch mitgefeiert. Ja, also ich habe mich nach langem Überlegen dazu entschlossen, mittendrin statt nur dabei zu sein. Einfach weil ich mir dachte, dass man so die Atmosphäre, die dort herrscht, dass man die da am besten mit aufsaugen kann. Also keine halben Sachen. Du bist am Dienstag, also dem letzten Tag des Heiratsmarktes, hingefahren. Vielmehr wurdest du abgeholt und mitgenommen, aber hören wir doch mal rein. Ich war jetzt hier um 8.23 Uhr abgeholt von ein paar Kumpels, die das alles organisiert haben und ich werde mal gucken, was mich heute erwartet. Okay, da kommt ein Auto an, mal gucken, ob sie das schon sind. Moin zusammen. Moin, moin. Moin. Ah, so. Hast du, musst du den ganzen Tag dieses Mikro jetzt tragen? Nein, ich habe noch die Jacke mit, das kann ich dann schön reinlegen. Das passt doch alles. Sagen wir es alle fit? Lars, du warst schon öfter auf dem Bruxer Heiratsmarkt. Ja. Was erwartet uns denn heute? Viel bespaßte Leute, volle Zelte und natürlich der nötige Alkohol, der dazu gehört. Du hast den Tag so ein bisschen organisiert. Gibt es da so spezielle Programmpunkte? Wir wollen heute einen schönen Marktbummel machen und von Marktstand zu Marktstand gehen und ein bisschen essen und trinken, so wie das bei älteren Leuten sich gehört. Wir haben 8.23 Uhr war Abholung. Ist da denn überhaupt schon was los? Du Hagen, wir sind eigentlich schon eine Stunde zu spät. Also ich glaube, die Tore öffnen da viel, viel früher. Ich glaube, eine Stunde oder anderthalb. Aber ich glaube, wir sind gut in der Zeit und wir werden gleich an den Bushaltestellen auch sehen, wie viele Menschen da noch stehen. Wenn man fragt, du bist ja öfters hier auf diesem Fest. Ist das für Pflicht, da hinzugehen? Für die allgemeine Dorfgemeinschaft mit Sicherheit. Filser zum Beispiel oder alles, was Bruchhausen-Filsen betrifft, die haben ja alle zu. Die gehen ja 5 Tage, die machen ja 5 Tage Vollgas. 5 Tage Vollgas ist heute der letzte Tag. Das heißt, heute wird am meisten Vollgas gegeben oder was? Heute wird am meisten Vollgas gegeben ab 7 Uhr. Vielleicht schön der Großteil schon alle auf dem Pferdemarkt. Gibt es natürlich auch dann schön was zu sehen und die ersten Bierbuden haben natürlich auch auf und da trifft sich natürlich das ländliche Klientel und fängt da dann schon mal an mit Partymachen. Alles klar, und wie lange kann es denn gehen? Open End, also es gab auch schon Zeiten, da ist man dann Mittwochmorgens um 6 Uhr zu Hause gewesen. Aber ich habe ja Gott sei Dank ältere Herren bei mir im Auto, die halten nicht so lange durch. Was ist der Älteste, mein Freund? Also, dass die auf dem Bruxer Heiratsmarkt wirklich schon um 7 Uhr morgens anfangen zu feiern, das finde ich schon ein bisschen bemerkenswert. Also, ich komme ja auch vom Dorf oder vom Land. Da feiert man auch viel, aber nicht um 7 Uhr morgens. Man feiert vielleicht bis 7 Uhr morgens. Aber euer Plan für den Tag, der hört sich doch ganz gut an, den ihr da so geschmiedet habt. Ältere Herren bummeln über den Markt. Wie seid ihr denn gestartet? Naja, auch ganz gemütlich, und zwar mit einem Frühstück, beziehungsweise vorher gab es schon was. So, 9 Uhr. Jetzt erstmal 2 Bier zur Begrüßung getrunken und jetzt gehen wir zum Frühstücken. Man hätte natürlich auch erst frühstücken können und dann trinken, aber... Mein Name ist Anja Wolf.
Frau Wolf, Sie sind morgen hier und organisieren so ein bisschen das Frühstück und alles. Wie ist denn das so nach 4 Tagen auf dem Bruxer Heiratsmarkt? Ziemlich anstrengend oder wie sieht's aus? Ja, es steckt schon mal manche Arbeit drin. Alles aufdecken, Tische hinstellen und die anderen Tage arbeiten und die Bude voll haben. Und selber will man ja auch noch auf den Markt gehen. Sie kommen aus der Gegend? Ja, ich komme aus Bruchhausen-Vilsen. Okay. Und ist das sowas, so ein Bruxer Heiratsmarkt, wo Sie sagen, es ist ein Höhepunkt für mich des Jahres, für mich und meine Familie? Ja, auf jeden Fall. Also als Bruxer Kind sind auch eigentlich 5 Tage Pflicht. Und jetzt so das Frühstück morgens zu organisieren, ich habe ja gemerkt, es läuft ja alles relativ reibungslos. Sind die Gäste auch pflegeleicht? Ja, die meisten schon. Die meisten kommen in einer guten Stimmung rein, frühstücken, trinken hier schon ein Bierchen und sind dann froh, wenn sie auf den Markt können. Ralf Wulfing, der Marktmeister von Bruchhausen für den Bruxer Heiratsmarkt. 4 Tage sind jetzt vorbei, oder das ist der letzte Tag des Bruxer Heiratsmarkts. Wie ist es bisher gelaufen? Sehr gut. Wir sind alle total zufrieden, ob es nun die Verwaltung ist als Gemeinde oder auch die Geschicker. Es waren 4 tolle Tage mit gutem Wetter, 1, 2 kleinen Regenschauern, das war egal gewesen. Und es waren total viele Leute da gewesen. Total viele Leute? Haben Sie ungefähr schon eine Zahl, wie viele ungefähr da waren? Ah, okay, wir müssen heute Abend abwarten, wie es dann kommt. Ich glaube aber, wenn man jetzt den Platz gesehen hat, ich glaube, wir kommen locker an die 400.000 ran. Gab es Unruhen oder gab es mal Streit oder kleinere Streitigkeiten? Nee, wir hatten gestern noch Marktausschusssitzung gehabt. Die Polizei war auch da gewesen, das Rote Kreuz und auch die Feuerwehr. Und die waren insgesamt sehr, sehr zufrieden. Es waren kaum Einsätze gewesen. Also im Vergleich der letzten Jahre war es sehr, sehr ruhig. So, Bruxer Heiratsmarkt ist gerade Frühstück. Neben mir eine Gruppe von jüngeren, älteren Herren, 7 Leute. Wo kommen Sie her? Aus Bruchhausen-Vilsen. Ich wohne direkt am Marktplatz hier und Heiratsmarkt ist für uns Pflicht. Die Küche bleibt 5 Tage kalt. Ich muss ja hierher zum Essen, wenn ich was haben will. Also von daher ist Bruxer Heiratsmarkt, das ist für uns die 5. Jahreszeit. Wie lange gehen Sie schon auf den Markt? Über 60 Jahre. Was ist für Sie der beste Tag am Markt? Dienstag. Weil? War früher Pferdemarkt und Pferdemarkt ist ja so ein bisschen, ja, hat ja nachgelassen, ist ja nicht mehr so, wie es mal war. Und Dienstagmorgen treffen wir uns zum Frühstück und dann gehen wir über den Markt. Und wenn wir dann, ja, Glück haben, kommen wir heute Nachmittag um 3, 4, 5 nach Hause. Dann sind wir dann ganz schön, ja, dann freuen wir uns, dass wir zu Hause sind. Und wenn ich dann ganz viel Glück habe, komme ich heute Abend nochmal her und esse noch ein bisschen was. Und dann ist für mich Markt zu Ende. Weil Markt, das ist der Höhepunkt, der letzte Tag. Also 400.000 Besucherinnen und Besucher, das ist schon eine Hausnummer. Aber wenn man deinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern so zuhört, dann scheinen die doch alle ganz gut drauf gewesen zu sein. Ja, das waren die auch. Viele haben wie wir vor dem Marktbesuch gefrühstückt und sind dann raus auf den Markt. Stimmt, ihr älteren Herren wolltet ja über den Markt bummeln. Ja, und das haben wir dann auch getan. So, es ist jetzt inzwischen 10 nach 10 und wir sind jetzt, wo sind wir jetzt eigentlich? Wie war die Frage nochmal? Wo genau sind wir jetzt gerade? Auf dem Bruxer Markt. Ja. Am zweiten Stand nennt sich Vize Wolos. Ich sage mal, wir haben jetzt 4 Bier getrunken innerhalb von einer Stunde. Geht das so weiter? Nein, wir steigen gleich mal auf Mischung um. Also so mit Bier geht nicht lange weiter. Und Mischung heißt jetzt einen schönen Cola Korn, ne, würde ich sagen. Hagen, wenn du Angst hast, du kannst ja eine Cola Light dazu nehmen. Ist klar. Wilhelm Schumacher. Ja, Wilhelm Schumacher. Herr Schumacher, Sie betreiben ja den Stand auf dem Bruxer Heiratsmarkt. 4 Tage sind jetzt gelaufen. Wie war es denn bisher? Super, wirklich, prima. Das heißt, die Leute haben eifrig getrunken? Ja, genau. Und Trinkgeld auch, gibt es extra auch noch. Das heißt, nicht nur Sie, auch Ihre MitarbeiterInnen sind zufrieden? Genau, alle bestens hier. Wie viel Liter Bier hauen Sie hier raus? Ich kann nicht schlecht sagen. Wie lange sind Sie schon hier als Betreiber? Wie lange machen Sie das, wie viele Jahre? 51 Jahre sind wir dieses Jahr hier auf dem Markt. 51 Jahre. Und Sie wollen auch weitermachen hier? Die nächsten Jahre? Ja, ich weiß noch nicht hier. Ich glaube nicht. Ich bin auch schon 85 werde ich. Echt? Ja. Und die Kinder, die machen alle mit hier, die Kinder und Enkelkinder, dann geht das hier. Nee, aber sonst hier. Prost. Wir haben schon hier alles gelernt, aber kein Sex mehr. 10.40 Uhr und nachdem ich jetzt 6 Bier trinken musste, gibt es jetzt den ersten Cola. Sag mal Lars, ist das Cola Korn oder ist es ein kleines Cola? Das ist Cola Korn, weil du kannst ja nicht literweise Bier trinken. Muss ja irgendwas
zwischendurch zum Neutralisieren habe. Bleiben wir jetzt bei Cola Korn oder schwenken wir da auf Bier um? Oder ist das jetzt? Mal bleiben wir mal bei Cola Korn. Ne? Es könnte natürlich sein, dass wir gleich mal auf dem Remmerzelt uns auch noch mal einen Heiratsbräu einwerfen. Aber dann gucken wir mal. Kann ich euch kurz stören? Wo kommt ihr her? Aus Okel. Aus Okel, also aus der Gegend hier. Ist ja der Bruxer Heiratsmarkt für euch so eine Art Pflichtveranstaltung? Ja, doch, jedes Jahr einmal. Ihr trinkt irgendwas Helles, was ist denn das? Wenn wir das wüssten, ne? Wären wir auch schlauer. Das heißt, ihr habt es ausgegeben bekommen? Ja, irgendwas mit Wodka und irgendwas Süßem dabei. Habt ihr nicht Angst, dass da einer K.O.-Tropfen reinschüttet? Nee. Ihr seid schon so alt, da passiert nichts mehr. Noch nicht. Wer weiß. Das war ja auch sehr charmant, ne? Ist das so der Dienstag, der beste Tag auf dem Bruxer Heiratsmarkt? Ja, also ich denke mal, also wenn wir kommen, kommen wir dienstags, weil es dann morgens gleich losgeht, weil da morgens ja der Pferdemarkt ist. Und dann ist man ja schon ab 10 Uhr irgendwie dabei. Ich bin heute tatsächlich das erste Mal hier. Aber es gibt tatsächlich für die Filser, ist es so, für die ist es die fünfte Jahreszeit. Die kommen am Freitag zum Feuerwerk und bleiben bis Dienstagabend, bis der Bruxermarkt beerdigt wird. Und habt ihr heute noch irgendwas Spezielles vor oder sagt ihr, wir müssen nur über den Markt gehen, sich treiben lassen, was trinken? Wir lassen uns hier treiben, auf alle Fälle. Das war der erste Stand, den wir hier angesteuert haben. Und wir gehen jetzt noch weiter. Mal gucken, was sich so findet, wer sich so findet. Es ist ja immer so eine Art Klassentreffen. Also man trifft viele Leute, die man Ewigkeiten nicht gesehen hat, mit denen man vielleicht eingeschult worden ist. Und das sind immer tolle Momente. Also es ist immer wirklich einzigartig auf diesem Fest. Sag mal, wie bist du denn drauf? Mal davon abgesehen, dass K.O.-Tropfen wirklich ätzend sind, beziehungsweise sie zu verabreichen, das ist ätzend. Aber da sagst du zu den Frauen, dass es sich nicht mehr lohnt, ihnen K.O.-Tropfen zu geben. Okay, ich weiß. Also ich gebe es zu. Und wenn uncharmant einen Namen hat, dann glaube ich meinen. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich hoffe mal, dass sich die Damen nicht die Stimmung von dir haben vermiesen lassen und noch weiter gefeiert und getrunken haben. Wie die älteren Herren, ne? Die da über den Markt gebummelt sind, die haben ja auch schon einige Getränke getrunken. Ja, es war halt so und es war so eine gemütliche Atmosphäre und diese älteren Herren, die sind dann auch weiter über den Markt gebummelt, wie du schon gesagt hast. So, wo sind wir denn jetzt hier? An der Schwarzwaldbude. Hier gibt es nochmal eine Spezialität. Da werden wir uns jetzt nochmal ein Altbier mit Erdbeeren einwerfen und mal gucken, ob das wirkt. Okay, also Altbier mit Erdbeeren, Altbierbowle. Genau, genau. Also für euch Hannoveraner, was mit Bier und Alkohol. Und für euch ist es eine Spezialität. Natürlich. Matthias, du bist schon seit ewig auf dem Bruxer Markt. Was ist denn so für dich das Highlight jedes Jahr auf dem Bruxer Markt? Gibt es so ein spezielles Highlight oder sagst du, alle fünf Tage, vier Tage sind geil? Nee, mein persönliches Highlight ist tatsächlich der Sonntagmorgen. Frühshoppen im Remmerzelt. Mit zünftiger Rock'n'Roll-Musik, dieses Jahr war Captain Candy da, großartig. Was mir aufgefallen ist, jetzt ich bin das erste Mal hier, heute ist Dienstag, dass hier so eine, ich sag mal, so eine angenehme Stimmung herrscht. Also es ist nicht so eine, es ist kein Stress, sondern alles ist so ein bisschen gemütlich. Ist es das, was so ein Bruxer Markt auch kennzeichnet? Definitiv, das macht den Bruxer Markt auch echt gut aus. Die Leute sind eigentlich immer gut drauf, die Stimmung ist immer entspannt. Das hat so ein bisschen was von einem Rockfestival, das hat so ein bisschen Festival-Vibes. Alle sind gut drauf, alle kommen her, weil sie gut Lust haben. Alle kommen her, weil sie Spaß haben wollen. Das ist immer eine entspannte Stimmung hier. Hast du schon mal erlebt, dass hier irgendwo mal Hektik war oder Stress? Ja, also irgendwo gibt es das immer mal, aber nie lange und immer nur kurz. Und es artet eigentlich nie wirklich aus. Und häufig gibt es hinterher gemeinsam Bier am Tresen und dann ist das auch wieder gut. Hier, sag mal Lars, es ist kurz nach 12:30. Ja. Wir haben jetzt den Stand gewechselt. Ich sag mal, 10 Meter sind wir weitergegangen. Und, ja. Und wo sind wir jetzt? Ja, im Bierpavillon vor dem Remmerzelt. Okay, direkt vorm Remmerzelt. Gibt es da was Besonderes, wo wir jetzt hier sind? Nein, wir müssen vorher noch mal eben eine kleine Mischung trinken, damit wir das Heiratsbräu auch kippen können. Okay, also wir brauchen jetzt noch ein Getränk, um noch ein Getränk trinken zu können. Du hast es erfasst. Lass mal, was hast du jetzt gerade hier bestellt? Schüttelkorn. Was ist denn das Schüttelkorn? Das ist Heubrause mit Korn. Und warum hast du das jetzt gemacht? Ja, einfach so. Oh, sag mal, warum trinken wir das? Das schmeckt doch scheußlich. Weil es das nur hier gibt. Das gibt es doch woanders. Aber auf dem Bruxer Markt nur hier. Ja, warum wohl nur hier? Weil sonst keiner trinken mag, oder? Auch ein Dorfgetränk. Das wird tatsächlich sehr viel hier getrunken. Okay.
Also ich komme zwar von Dorf, da haben wir ja auch mal Cola mit Klosterfrau Melissengeist getrunken, weil es keine alkoholischen Getränke mehr gab, aber das war jetzt sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, das stimmt. Sag mal, Cola mit Klosterfrau Melissengeist. Ist das der Grund, warum du keine Haare mehr hast? Nein, das ist nicht der Grund. Das ist eigentlich der Grund, warum ich so, naja, so breit gewachsen bin wahrscheinlich. Ja, okay. Also man merkt schon, dass ihr bei eurem Bummel über den Markt schon einige Getränke zu euch genommen habt. Schüttelkorn, das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber Ahoi-Brause mit Korn, das kenne ich schon irgendwie. Klosterfrau Melissengeist würde ich jetzt aber nicht mit Cola mischen. Das klingt irgendwie ungesund. Ich glaube, er ist auch ziemlich ungesund. Aber wir haben unseren Bummel über den Markt weiter fortgesetzt und ich hatte sogar die Gelegenheit dabei, mit Malte Stoffregen zu reden. Der betreibt das Remmerzelt dort. Herr Stoffregen, wie läuft es denn zurzeit? Wir sind sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr glücklich. Wir haben beste Stimmung, den fünften Tag in Folge jetzt. Also wir können nur dankbar sein, dass wir hier aufbauen dürfen und teilhaben dürfen, die Leute hier auf dem Markt glücklich zu machen. Ja, auf der einen Seite, es läuft alles gut, die Stimmung ist gut, aber es ist ja unheimlich viel Arbeit in der Vorbereitung. Was steckt denn da alles drin? Ja, man hört das ganz oft, es sind ja nur fünf Tage, das sind sie bei uns aber nicht. Also wir sind zwei Tage schon alleine nur damit beschäftigt, das ganze Zelt zu dekorieren, weil wir ja gerne Holzoptik haben möchten und diesen bayerischen Flair oder Österreich oder ja eher bayerischen Flair. Da steckt schon viel Arbeit hinter und ich glaube, jeder, der einfach ins Zelt kommt, sieht das erstmal so gar nicht, was da eigentlich alles so ja, an Arbeit drin steckt. Aber es macht einfach tierisch Spaß und deshalb machen wir es jedes Jahr wieder gerne. Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind hier beschäftigt, ist die ganzen fünf Tage? Also es sind insgesamt 100 Leute, wenn man Security, Band und alles dazu rechnet, kommen wir auf ca. 100 Leute. Ja, haben die Bands angesprochen. Buchen Sie die selber oder werden die dann vorgeschrieben? Nein, das machen wir selber. Also wir sind seit Jahren ja sehr, sehr zufrieden mit den Bubingas. Haben dann noch DJ Toddy, der die unterstützt in den Pausen. Der ist hier groß geworden, ist ein Bombentyp, der reißt die Hütte hier ab. Der hat noch für die Zukunft, weil irgendwann wird er das auch nicht mehr können oder kann mal ausfallen. Deshalb haben wir den Stefan König noch mit dabei. Ja. Also wir entscheiden selber, wen wir buchen. Sie haben die Security angesprochen. Braucht ihr die? Glücklicherweise, also Security braucht man, denke ich, immer. Allerdings brauchen wir keine Securities wegen Schlägereien. In den letzten Jahren oder seitdem ich das hier übernehmen durfte, habe ich eine Schlägerei miterlebt. Das war letztes Jahr und die war sofort unterbunden. Ansonsten kommen die Leute bei uns wirklich zum Feiern her. Ich glaube, dass Erfolgsrezept bei uns ist, dass wir einfach super gemischtes Publikum haben. Wir haben von jung über alt, wir haben Männer, Frauen ausgeglichen und das trägt auch dazu bei, dass wenig Stress ist. Trotzdem braucht man natürlich mal Securities, um die ganzen Leute mal wieder ein bisschen runterzufahren, dass sie nicht auf den Tischen tanzen. Auf den Bänken ist ja bei uns geduldet oder auch gewollt, aber auf den Tischen sollen sie nicht, weil dann ist die Verletzungsgefahr zu groß. Außerdem, dass Gläser im Zelt bleiben und nicht unbedingt auf dem ganzen Markt verteilt werden. Damit sind eigentlich unsere Securities eher beschäftigt als mit Schlägereien. Ihr habt ein Festzelt. Wie kriegt man ein Festzelt hier? Wie man das kriegt, kann ich gar nicht genau sagen, weil mein Opa hat das früher schon gemacht. Nein, also man sollte ansässig in Bruchhausen-Vilsen sein oder in der Samtgemeinde sein mit der Gastronomie. Wir haben hier ein Café in Vilsen, das Kaffeehus. Ja, ansonsten haben wir in Siekeln ein Restaurant. Das Zelt machen wir aber wegen dem Café hier in Vilsen. Und ansonsten, ja, das baut sich über Jahre auf. Mein Vater hatte letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum. Also hat seit 50 Jahren dieses Zelt gemacht. Und ja, wie gesagt, davor war es mein Opa. Wie sah es da eigentlich mit den Toiletten aus? Also das muss ich echt sagen, das war wirklich total gut durchorganisiert. Es gab auf dem Markt zig Möglichkeiten, wo man zur Toilette gehen konnte. Und ich habe auch vor diesen Toilettenwagen nie irgendwo eine Schlange stehen sehen. Weder bei den Herren noch bei den Damen. Und der Unkostenbeitrag fürs Toilettengehen, der lag bei 50 Cent. Also das finde ich eigentlich auch ganz im Rahmen. Ich weiß nicht, 50 Cent...
wenn man jetzt so viel Bier trinkt und so und dann muss man ständig auf Toilette, dann muss man das schon in sein Budget irgendwie einkalkulieren. Du meinst, das läppert sich zusammen. Ja, das denke ich schon. Ihr trinkt die ganze Zeit oder ihr habt die ganze Zeit getrunken. Gab es denn eigentlich zwischendurch auch mal was zu essen? Ja, natürlich. Also das darf nicht vergessen werden. Und sogar beim Essen, da gab es wenigstens für meine Gruppe auch ein festes Ritual. Aber vorher gab es noch eine kurze Zwischenbilanz. Sag mal, Lars, Zwischenfazit, kurz vor zwei, wie sieht's aus? Sehr gut. Also ich glaube, wir können uns nicht beklagen, ne? Vor allen Dingen, der Unterschied zu den letzten Jahren ist, ich habe fast den gesamten Markt gesehen. Wir sind richtig schnell unterwegs. Und wir haben auch viel getrunken zwischendurch, oder? Ja, so ein bisschen Plöre, ne? Aber ansonsten geht's. Sag mal, Falk, du bist ja auch noch dabei. Wie geht's dir überhaupt? Es ist, also, wettertechnisch gesehen ist es eigentlich seit heute Mittag ein sehr schöner Tag geworden. Und sonst muss ich sagen, also getränkemäßig, ja, kann man so machen. Wir hätten aber auch einiges auslassen können. Aber wir haben ja noch ein paar Stunden. Was hätten wir auslassen können? Also ich sag mal, dieses große Bier am Remmerzelt, das hat uns natürlich schon sehr gesättigt. Und der Schüttelkorn hätte auch nicht sein müssen. Aber ansonsten, ich sag mal, läuft's. Lars, gehen wir irgendwas essen? Natürlich. Jetzt gehen wir mal eben zum Schinderhannes. Gibt es da was Besonderes zu essen oder ist es einfach nur so eine Bratwurst mit Curry? Ein paar Kilo Fleisch und ein bisschen Krautsalat. Wir sind jetzt hier beim Schinderhannes. Matthias, sag mal, du bist auch wieder hier. Schinderhannes. Immer noch. Gehört Schinderhannes hier zur Bruxer Heiratsmarkt dazu? Der Schinderhannes ist ja mein Lieblingskarussell. Weil? Tatsächlich hat der Schinderhannes sehr gutes Fleisch in ausreichender Menge zu verhältnismäßig okayen Preisen. Gibt nur Steaks, Nackensteaks, Größe pro Steak ungefähr 330 Gramm, mit einem Löffel Krautsalat und mit einem kleinen Stück Brot dazu. Großartiges Essen, ein vollwertiges Mahl. Und das hilft unter anderem auch, den Tag zu überstehen, oder? Definitiv, weil wenn man bis jetzt dann schon gearbeitet hat, wir haben es 14:30, dann muss jetzt was in den Magen. Und da sind 330 Gramm Nackensteak genau das Richtige. War das lecker. Sag mal, hier Lars, 15:45. Wir haben alle schon ziemlich einen Tee. Ich nicht. Okay, du nicht. Also nein. Ja. Wir werden jetzt nochmal gleich das Remmerzelt besuchen. Mal gucken, ob da noch was geht. Und danach werden wir mit unserem weltbesten Kurierfahrer nach Hause fahren. Das ist schon Programm ohne Ende. Es ist jetzt 16:30. Und der Abschluss findet im Remmerzelt statt. Der Einzige, der hier noch einen klaren Gedanken hat, bin bestimmt auch nicht ich. Na, dann scheint ihr bei eurem Bummel über den Markt doch so einiges an Feiern mitgenommen zu haben. Aber die Stimmung, so wie man so hört, die war richtig gut, oder? Ja, die Stimmung war echt bombig. Und das war ja, wie gesagt, mein erster Besuch auf diesem Bruxer Heiratsmarkt. Und ich hatte es auch schon bei diesen Gesprächen gesagt. Es war irgendwie so eine total angenehme Atmosphäre dort. Trotz, weiß ich, wie viel 10.000 Besuchern und Besucherinnen, da war alles irgendwie, ja, familiär und stressfrei. Aber sag mal, warst du eigentlich schon mal auf dem Bruxer Markt? Nee, noch nie. Ich bin ja auch noch ganz frisch in der Region. Ich kannte das auch gar nicht. Aber vielleicht zieht es mich ja nächstes Jahr irgendwie dahin. Kann ich dir nur raten. Ja, aber so viele Biere wie ihr kann ich einfach nicht trinken. Das waren doch bestimmt 0,5er, oder? Nee, Gott sei Dank nicht. Das war echt eine angenehme Größe. Also ich will jetzt nicht lügen, also 0,2 oder höchstens 0,25. Und eins hat 2,50 gekostet. Ach so, das war 0,2er. Ich dachte, ihr habt da halt so richtig so 0,5er getrunken. Nein. 0,2er, das ist ja wie beim Kölner Karneval. Ja. Das kennt man ja, da kann man dann auch einige mehr wegzischen. Das ist aber ein anderes Thema. Ich gucke mal, ob es mich nächstes Jahr vielleicht dahin verschlägt. Damit verabschieden wir uns jetzt aber erstmal. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Ja, danke fürs Einschalten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir freuen uns über eine Bewertung bei Spotify und überall dort, wo ihr eine Bewertung abgeben könnt.
Und falls ihr sehen wollt, wie die Stimmung auf dem Markt war, dann checkt gerne mal unsere Social-Media-Kanäle aus. Bei Instagram und Facebook heißen wir da mk-podcasts. Wir freuen uns. Und wie immer, vergesst nicht Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bis dann. Bis nächste Woche.